So Leute, ein herzliches Willkommen hier mit iEnding. Hier steht am SnowRunner, auch wenn man es hier nicht sieht auf der Karte. Hier ist SnowRunner. SnowRunner. SnowRunner, ja genau, hier ist SnowRunner. SnowRunner. Gut, so. Wir gehen's an. Wir beginnen mal mit dem Aufdecken der Türme, mit der Wachtürme. Nimmst du jetzt die unteren oder die oberen? Ich hätte gleich die... Ich hätte mich in Richtung diesen dreien kaut einmal rechts. Passt. Von uns. Okay, dann mach ich die unteren. Okay. Hast du dir jetzt einen besseren Wagen gekauft? Ich habe meinen anderen Scout gekauft, ja. LKW bin ich noch im Überlegen. Ich habe nur einen LKW bis jetzt. Einen LKW und einen Scout. So, den zweiten, den hast du ja gleich bei der Garage gehabt. Eingeschaltet. Nein. Sicher, du hast einen abgeholt und einer ist gleich direkt vor der Garage. Haben wir gesagt, das ist auch, du findest hin und wieder. Aber das Tutorial wieder nicht gelesen, hat er nur übergesprungen. Aber wo finde ich denn? Der steht direkt vor der Garage. Hier direkt vor der Garage? Mhm. Okay. Gut, das muss ich dann im Einzelplayer dann holen quasi. Mhm. So Leute, ich fahre hier auch erstmalig mit Lenkrad. So. Was ist da nicht vorbei? Ah, ich bin falsch gefahren. Ah! Ja, gut dann. So. Ah, der hat einen Radantrieb, sehr nice. Kann ich da jetzt einfach Querfeld anfahren? Genau, damit stecken bleibst. Ah, wurscht. Warum nicht gleich zu Beginn bergen? Bergen haben wir jetzt eher keine Angst, ich habe eher vom Schaden jetzt Angst. Sehr schön. Gut, rate mal, wer sich schon eingraben hat. Ja, aber um deine Frage jetzt zu beantworten. Scout habe ich mal neu gekauft, LKW bin ich noch im Überlegen. Jetzt aufpassen, ob du das auch kriegst. Hast ja, Hütz steht zu Kauf zur Verfügung. Ja, okay, passt. Dann hast du es auch gekriegt. Okay. Ich verstehe nicht, was dieses R3 ist. Also B3. Du änderst auch immer die Zahl. Das war B1, dann war es B2, jetzt ist es B3. Na, B3. Ah! Das ist der Viererknopf. Scheiße. Der Bombardier. So, das heißt. Fuck man. Das heißt, fuck man. Ja. Stimmt, die Aufträge kann man dann mal annehmen. Irgendwas vergessen. Aufgabe anzeigen, Aufgabe annehmen. Bist du kaputt? Nicht wenig. Mit dem dritten Baum hat's geklappt. Und da ist ein. Ich habe einen LKW gefunden, der festgefahren ist. Okay. Kann auch den. Kann eh auch die Mission gewesen sein. Ich glaube, bei den LKWs war das so, dass der. Das glaube ich, der Host hat die alle gekriegt. Ja. Obwohl. Ja, oh ja, oh ja. Ja. Hier. Nee,
glaube schon. Ah, das ist ja Spielstand. Ja. Witzig. Wow. Im Lenker darf man nicht zu viele einschlagen. Also ich finde das mit Lenkrad viel schwerer zum Fahren. Was könnte das? Oder bist du langsam nicht drüber? So, meinen ersten habe ich gleich. Stein ist. Die Straße kann ich da gar keinen empfehlen. So, jetzt schauen wir mal auf der Map, wo ist denn das überhaupt? Okay, es kann sein, dass ich in die falsche Richtung gefahren bin. Kann man eh wieder runterfahren? Aber ich bin da echt in die falsche Richtung gefahren. Ich fahre da mal weiter. Aber ich glaube, ich bin falsch gefahren. So deckt man die Map auch ein bisschen auf. Ich glaube, das war einer unserer Fehler auch am Anfang. Da haben wir, glaube ich, oft verkackt, dann, weil wir oft dann so blind reingefahren sind irgendwo. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir die Scouts wirklich genutzt haben, so. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Deswegen glaube ich, ist das immer gescheiter, wenn wir da schauen, dass wir da alles aufdecken. Weil was auch, glaube ich, gescheiter ist, dass wir zuerst schauen, dass wir die ganzen Hauptstraßen befreien oder die guten Verbindungen. Weil wir sehen, manchmal liegt da ein Ast oder muss eine Brücke repariert werden. Mhm. Dass man nicht auch 100 Mal so rundherum fahren muss. Dann. Ja. Ja, das ist eine Straße. Straße sehe ich gern. Straße ist mein Freund. Ja. So, das heißt, da kann man Allrad wieder abschalten. Nur manchmal schaut die Straße eigentlich so normal aus, oder? Und dann auf einmal klappst dich an. Wow! Ja. Wäre fast mal runtergefahren. Das ist mir heute noch nicht passiert. Peinlich sowas, wenn dir das jetzt passiert wäre. Aber voll tanken könnte man gleich. Jetzt bin ich in der Tankstelle. Praktisch. Tankstellen sind immer super. Ah, windet nicht. So, was jetzt wieder windet. Okay, da fahren wir nicht durch die Pfütze. Das ist schwierig für die. Ich finde das ist schwierig für die Steuerung. Man steht B1 und so, das stimmt nicht überein mit dem Lenkrad zum Beispiel. Ich habe da 1, 2, 3, 4 und das stimmt nicht überein. Also B1 ist nicht 1 zum Beispiel. Das wird vielleicht irgendeine andere Bedeutung haben. Was ist B1? B1 war jetzt zum Beispiel tanken starten. Ja, aber ich meine, was ist das für eine Taste dann am Lenkrad? Das war, glaube ich, Nummer 3. Achso, also komplett anders. Ja. Aber das richtige Lenkrad hast du ausgewählt. Wie meinst du das richtige Lenkrad? Also du kannst das Lenkrad auswählen, welches unterstützt wird. Echt? Ja. Okay. Nein, habe ich nicht gemacht jetzt. Nicht nix. Da wurde sich das. Das war ich das jetzt mache im Menü? Habe ich mir falsch gefallen.
Also schon, dass du eine Anstrengung machen kannst. Mal Lenkrad. Typ Direct Input. Logitech True Force. Was sind das für ein Wert? Logitech Legacy. Trustmaster. Was sind das für eins? Farmtag irgendwas. Bitte? Farmtag irgendwie. Okay, den hat er aber gar nicht. Oh, den habe ich gesehen. Gibt's das nicht? Logitech True Force, Logitech Legacy, Trustmaster. Aber dann da unten. Okay, der Logitech G Sidetech Farm Sim Controller. Genau. Was den hat er eingestellt. So. Ich kann da sagen, das ist ziemlich holprig. Aber bis jetzt noch alles im Griff. B2S Nummer 3 zum Beispiel. Am Lenkrad. Ja. Ich habe eigentlich bis jetzt noch nicht so viele Tasten benutzt, deswegen kann ich dir das gar nicht sagen. Ein Farming-Simulator zeigt dir die richtigen Tasten an. Na gut, dort wäre es ja peinlich, wenn nicht, oder? Das stimmt, ja. Sehr schön. Eigentlich muss man das Spiel doppelt spielen, damit man die Sachen alle freigeschalten hat, dann so LKWs und so. Man ist im Kuh spielst du ja eigentlich schon, ja. Das haben wir eh schon einmal gerade gesehen, auch beim ersten Mal. Ja, stimmt. Irgendwo habe ich das gelesen. Bei State of the Game ist es auch so. War das. Ah, okay. Da gibt es auch einen Spielstand. Alles, was du in dem Spielstand quasi lootest, kannst du in irgendeinen Sack geben, aber den musst du dir auch erst freischalten. Und das nimmst du dann in die andere Base erst mit in deine eigene. Scheiße, Alter. Oh, Schaden jetzt kriegt. Findest du das jetzt geil? Wenn ich Schaden krieg? Nein, dass ich mich da gleich eingrabe, Alter. Ich kann ja dann versuchen, von der anderen Seite zu kommen. Oder wie viele hast du schon? Ich komme gerade zum ersten. Achso, okay. Na gut, dann versuche ich es von der anderen Seite gleich. Sorry, hat ein bisschen länger gedauert. Ja, okay. Ich glaube, ich habe die anderen. Glaubst? Weiß ich nicht. Also im dritten, glaube ich, habe ich fast nur Bundesstraße. Ich habe dafür eine Mission entdeckt, wo wir eine Brücke dann gleich bauen müssen auch. Wie ist der bei ich hantiere umeinander, Alter, ich fange gleich zum Schwitzen an. Ich glaube es nicht. Scheiße, jetzt habe ich Schaden gekriegt. Die andere Sache ist, und ja, wenn du es voll intensiv spielst, okay. Oder spielst du ja sowieso auch immer auf deinen Spielstand weiter. Aber wenn nicht, für was brauchst du dann, was du alles doppelt? Ja, eh.
So, wie schaut man da jetzt aus? Das heißt, ich muss da jetzt zurückfahren. Naja, wegen die LKWs hat man da nicht halt auch. Ja gut, aber was bringt es, dass du es freigeschalten hast, so in dem Sinn? Also gut, ich kann mir eh selber auch welche kaufen dann. Ja gut, fahren kannst du sie ja trotzdem. Das hat ja jetzt nichts mit dem Freischalten zu tun. Ja, stimmt. Schau ich, dass ich jetzt in deine Richtung dem entgegenkomme. Da war bin ich zufrieden mit meiner Wahl. Also ich sage einmal, mit dem Scout geht's da wohl auch. Mit dem Standard. Da kommt der Gartschlag mit Pistepper. Ein Gartschlag, hat er gesagt, da weiß er nicht, wo ich gerade fahre. Oder? Mit einem Fluss sogar. Hast du innen Ansicht oder außen? Außen. Du hast innen wahrscheinlich, oder? Ich wechsle jetzt immer hin und her. Da. Fürs Schauen, wo man hinkommt und wie die Umgebung ist, ist es einfacher. Ist so einfach, ja. Ich fahre da gerade durch den Fluss durch. Ist gerade einfacher, wenn ich. Das ist sehr tiefes Wasser, sehe ich gerade. Aber ja, ich gebe dir recht, ich würde als erster auch alle Brücken machen, zum Beispiel. Sowas, ja, dass wir was sehen, diese Hauptstraßdinger. Mhm. Sparen wir uns dann doch auch ein bisschen Zeit und vielleicht mühsames Dings. Was ich auch noch weiß aus dem ersten Spielstand, dass wir nicht übertreiben sollten. Mit was? Das heißt, lieber doppelt fahren als. Ja. Auf Risiko, ich nehme das auch noch mit für irgendwo da oben. Mhm. Ja, hast du recht. Oder notfalls den Anhänger wirklich stehen lassen so und sagen, okay, es geht nicht weiter mit dem Anhänger. Dann holt man dann später zu zweit oder so. Oder wenn wir wirklich eine Riesenfuhr machen, dass wir wirklich alles doppelt fahren. Also zusammenfahren, so. Ja, ich weiß, was du meinst. Hätte ich mal jetzt da keine Markierung gesetzt, oder wüsste ich nicht, wo ich hinfahren muss. Die sind wichtig, die Markierungen. Oder das ist nur Fluss, da ist alles überschwemmt, oder ich weiß nicht, wo da eine Straße ist, oder wo. Andersweise die Straße sein soll. Das kriegt man da jetzt auch sehr tief, da werden wir ein bisschen rumfahren. Was gut ist, wenn Bäume immer in der Nähe sind. Warum sage ich, dass der Salven den noch nicht einmal benutzt? Wir haben schon zwei Bäume dran glauben müssen. Aber ja, das ist natürlich. Otzinfol. Aber da ist vielleicht wieder der Unterschied, dass du den besseren Scout vielleicht gekauft hast. Das kann man sagen. Ich habe vor allem, habe gleich auch rein investiert. Ich habe mir gleich eine Differentialsperre machen lassen. Und Schlammreifen. Weil Russa Bier auf der Karte ist Schlamm. Mhm. Boah, ich hoffe, ich komme da rauf, Alter. Ich glaube, ich sehe den Einwachtum, wenn er da raufkommen ist, glaube ich. Dann auch ziemlich lustig. Wisst ihr, aber ich sehe ganz. Oh, Alter, das ist ein geiles Bild. Was denn? Sieht man Wachturm auf der anderen Seite? Ich bin genau auf der anderen Seite.
Vielleicht sollte ich doch vom Lastengang da durchfahren. Ich glaube, jetzt wird der Moment sein, wo die Salvens, glaube ich, benutzen müssen. So. So ein geiles Bild, la. Was denn? Hast du gesagt? So ein geiles Bild. Ein geiles Bild, la. Und ich flieg. Ah, vielleicht komme ich so rüber. Ich bin, glaube ich, zu hoch eine Ebene für den Turm. Krass. Wenn ich da jetzt runterbretter, dann bin ich sicher im Arsch. Ich glaube, ich komme gar nicht so zu dir rüber. Wenn ich das richtig sehe. Also okay. Der Turm, wo du gerade bist, schaltet mir irgendeinen anderen Weg frei. Aber ich glaube, da muss ich über den ganz großen Fluss und... Das wird zu tief sein. Ich muss noch einen Berg raufkommen. Ich glaube aber, zu dem Turm komme ich rüber von mir aus. Na, schau mal. Probier mal. Über einen reißenden Fluss zu fahren. Boah, das macht mir jetzt wieder Urspaß, muss ich sagen. Aber ich weiß wirklich nicht, warum wir da aufgehört haben. Ist dann irgendwas anderes kommen? Was wirklich geil ist, ist, dass am Lenkrad die Handbremse geklickt ist. So hinten. Aber wie ist da? Oh. Ist er da genau beim Lenken? Ich bin mir nicht sicher. Er braucht urlange, bis ich zurück eingeschlagen habe. Aber du siehst das ja, wenn du lenkst und er lenkt, dann lenkt er. Zu weit ab gerade. Und dann bin ich Meier-Party. Wie der Meier? Ja. Ich kann mich dann aufklappen da unten irgendwo am Flussende. Okay. Oh nein, ich glaube, das geht sich aus. Wenn ich jetzt einfach über den Baumstamm rüberkomme. Da reagiert er gleich irgendwie. Die jetzt kratzt. Was auch cool ist, ist, dass dein Profilbild immer eingeblendet ist. Und man sieht, mit welchem Auto du unterwegs bist. Na, schön, dass du kein Profilbild hast. Okay. Muss ich noch machen. Komm da jetzt drauf. 10 Jahre nach 7. Wahrscheinlich, ja. Jetzt habe ich mich da genau beim Flussende, weißt du? Habe ich mich eingraben, oder? Komm.
Okay, scheiße, ich bin falsch dran. Komm schon. Hupperl, du machst es.